Herzlich willkommen zum Online-Perspektivtag Karriere im Energiesektor vom Bundeswirtschaftsministerium Jugendforscht und in Kooperation mit den Forschungsnetzwerken Energie. Dann darf ich für die Begrüßung das Wort übergeben an den Vertreter des Gastgebers, Staatssekretär Andreas Feicht vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Hallo Herr Feicht, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Hüls, danke dafür, dass ich hier sein darf, auch wenn es nur virtuell ist. Und gerade so eine Veranstaltung, die würde man lieber face-to-face machen, aber so sind die Zeiten. Ja. Ja, so ist es nun mal. Ja, leider. Aber wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, dann vielleicht das nächste Mal. Genau. Genau, ich übergebe an Sie. Ja, vielen Dank, Dr. Bassio, liebe Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher, sehr geehrte Mitglieder der Forschungsnetzwerke Energie, zu dieser spannenden Veranstaltung und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Energieforschung beschäftigen, haben mich gebeten, hier das Grußwort zu halten und ein bisschen was zu sagen, wie ich das Thema Energieforschung sehe, wie ich die Zukunft sehe und natürlich auch, wie ich die Zukunftschancen sehe von Menschen, die sich gewissermaßen mit dem Thema Energie auch beruflich auseinandersetzen wollen. Weil darum geht es ja wahrscheinlich auch für Sie alle, sich die Frage zu stellen, wo packe ich mein Talent hin, wo packe ich meine Kraft hin, wo will ich künftig arbeiten, in welchem Feld will ich tätig sein. Und da ist die große Frage, welche Rolle kann da der Energiebereich spielen? Und kann ich nur sagen, aus meiner beruflichen Erfahrung, jetzt ich als Staatssekretär, aber auch davor, war ich auch lange Jahre in der Energiewirtschaft tätig, ich habe immer mehr den Eindruck, dass die großen Transformationsaufgaben, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben, also das, was uns alle ein Stück weit bewegt, nämlich wie erreichen wir Treibhausgasneutralität, das ist einer der ganz wesentlichen, grundlegenden Veränderungsthemen sind, die unsere Gesellschaft insgesamt betreffen. Das heißt, es geht um unheimlich viele wichtige Fragen, in der Frage, wie wir Mobilität gestalten, wie wir heizen, wie wir konsumieren, wie wir investieren. Treibhausgasneutralität ist ein absoluter Gamechanger. Wenn man quasi sagt, wir haben in den letzten 30 Jahren, von 1990 bis heute, etwa 400 Millionen Tonnen CO2 eingespart in Deutschland, dann müssen wir in den nächsten 30 Jahren, also die gleiche Zeit drauf, 800 Millionen Tonnen CO2 einsparen oder vermeiden. Man kann also sich ungefähr vorstellen, welchen dramatischen Einfluss das hat auf alles, wie wir forschen, entwickeln, produzieren, investieren, konsumieren und so weiter. Und der Energiebereich ist im Zentrum dieses Transformationspfades. Der Energiebereich ist der Schlüssel dafür, dass das überhaupt möglich ist. Denn was wir ja nicht erreichen wollen, alle gemeinsam, ist, dass wir diese Treibhausgasneutralität dadurch erreichen, dass wichtige Teile der Wirtschaft, der Industrie hier nicht mehr stattfinden. Man könnte es ja einfach so erreichen, indem man sagt, dass zwischen der Produktion von Eisenschwamm in der Stahlindustrie einfach nicht mehr in Deutschland stattfindet. Oder dass wir keine Datacenter hier haben, sondern die Daten übertragen und nicht den Strom übertragen, um die Datacenter zu kühlen. Das ist nicht, was wir machen wollen. Wir wollen, dass Wirtschaft und Industrie funktioniert, dass wir reisen können, dass wir konsumieren können. Aber das muss natürlich treibhausgasneutral sein. Und um das erreichen zu können, brauchen wir einen Rahmen. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen Policy in Deutschland, genauso wie in Europa und weltweit, aber wir brauchen Innovation. Die Innovation, die technologische Weiterentwicklung, genauso wie die ökonomische Weiterentwicklung, ist der Schlüssel dafür, dass wir dieses Riesenziel überhaupt erreichen können. Deswegen bin ich kein großer Freund davon, dass man sich riesen Masterpläne macht, weil wenn wir zum Beispiel vor 5 oder vor 8 oder vor 10 Jahren einen Masterplan gemacht hätten, wie wir das alles erreichen können. Und wir würden genau sagen, in diesem Masterplan, was im vierten Quartal des Jahres 2036 passiert, dann wären gewisse Optionen nicht in diesem Masterplan drin, wie zum Beispiel jetzt den Wasserstoff. Das wäre kein Thema. Oder große Teile, große Potenziale, die wir heute in der Digitalisierung sehen, beispielsweise der Einsatz der Blockchain, wenn es darum geht, Lastfluss und Lastprognose zusammenzubringen und Peer-to-Peer-Systeme aufzubauen. Also Innovation entwickelt sich und muss dann eingeführt werden in ein Marktdesign und muss eingeführt werden
in einem politischen Rahmen. Deswegen machen wir im Bundeswirtschaftsministerium eben nicht nur diesen Rahmen, also Gesetzgebung, wie zum Beispiel das EEG oder das Energiewirtschaftsgesetz oder andere Formen der regulatorischen Rahmen, sondern wir betreiben auch Energieforschung. Und Energieforschung heißt in dem Fall eben anwendungsorientierte Forschung. Grundlagenforschung, das machen die Kollegen vom Bundesforschungsministerium mit all den Instituten, die es da draußen gibt. Wir machen die anwendungsorientierte Forschung und das bedeutet, dass wir natürlich auch mit den Instituten zusammenarbeiten, wie Fraunhofer, DLR und so weiter. Aber insbesondere arbeiten wir zusammen mit Praktikern, also mit Energieunternehmen, mit Industrieunternehmen, mit Akteuren in der privaten Wirtschaft, zum Beispiel in Projekten wie das Schaufensterprojekt Sintec, wo es darum geht, auf der Verteilnetzebene schon zu simulieren, wie eine 100% erneuerbare Welt aussieht, welche Rolle Flexibilitäten spielen können, dezentrale Speicher spielen können, etc. pp. Wir entwickeln das weiter zu solchen sogenannten Reallaboren der Energiewende, die aus den Sintec-Projekten quasi hinauswachsen, wo es um mehr geht, also Wärme im Quartier, Wasserstoffanwendungen und so weiter. Das heißt, Energieforschung spielt für uns eine massiv wichtige Rolle, denn sie soll uns Impulse dafür geben, was Technologie noch schaffen kann. Das heißt, wo noch zusätzliche, jetzt im technologisch-physikalischen Umfeld, wo noch zusätzliche, sagen wir mal, Wirkungsgradgewinne möglich sind in der PV, wie Leistungselektronik eingesetzt werden kann, um PV-Strom besser ins Netz zu integrieren, wie Netze intelligent gemacht werden können und so weiter, rund um die Sektorkopplung, Digitalisierung, all diese Themen. Aber es ist natürlich auch ein ökonomischer Rahmen, das heißt, was ist das richtige Marktdesign in der Zukunft? Wie bepreisen wir Versorgungssicherheit? Welche Netzentgeltsystematik sehen wir? Wie wollen wir einzelne Engpässe im Netz bepreisen in einer klugen, in einer intelligenten Netzentgeltsystematik und nicht in so einer pauschalen, wie wir sie heute haben? Also es geht sowohl um die ökonomische Weiterentwicklung und Innovation, als auch um die technisch-technologische Innovation im Energiebereich. Und dafür, wir geben dafür eine Menge Geld aus. Insgesamt im 7. Energieforschungsprogramm, das im September 2018 vorgelegt wurde, 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, einer der großen Forschungsetats, das weiß man da draußen nicht so richtig, habe ich in meinem Bereich, weil wir viel Geld eben dafür zur Verfügung stellen und wir haben diese Mittel zum vorherigen Förderzeitraum um rund 45% erhöht. Was ein Thema ist, was immer ein Thema ist, ist die Frage, wie bringen wir gewissermaßen diese Forschungsergebnisse in die Realität? Ja? Also wie ist der Transmissionsriemen, wie wird er organisiert dann in die Praxis hinein? Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, was lernen wir daraus gewissermaßen für den politischen Rahmen? Aber wo entstehen auch Geschäftsmodelle und neue Produkte? Wo können Startups oder auch etablierte Unternehmen daraus Wertschöpfung generieren und daraus dann wiederum Arbeitsplätze sichern und schaffen, weil ja diese Transformation auch damit, die ich beschrieben habe, auch natürlich damit verbunden ist, dass gewisse Arbeitsplätze wegfallen. Wenn ich ein Kohlekraftwerk stilllege, dann muss ich kein Kohlekraftwerk mit betreiben, das ist trivial. Aber was machen dann, wo gehen dann die Arbeitsplätze hin, wo wird dann künftig Geld verdient? Deswegen müssen wir Alternativen dafür schaffen. Meine Beobachtung ist aber, dass das noch über das Energiesystem hinausgeht. Ich hatte einige Gespräche, zum Beispiel mit Unternehmen wie Volkswagen, die sehr stark jetzt im Bereich der Elektromobilität einsteigen, die sich sehr stark committed haben, fast schon verschrieben haben, ausschließlich der Elektromobilität. Und wenn man sich in so ein Unternehmen wie VW hinein versetzt, was haben die gemacht in den letzten 30, 40, 50 Jahren? Sie haben natürlich Autos gebaut, die haben die Autos entwickelt, die Motoren entwickelt, weiterentwickelt und so weiter. Aber sie haben sich über eine Frage keine Gedanken machen müssen, weil das in einem arbeitszeitigen Prozess andere Teile der Wertschöpfungskette übernommen haben. Sie haben sich zum Beispiel keine Gedanken darüber machen müssen, wo das Benzin oder Diesel herkommt, wie Benzin und Diesel produziert wird, wie das transportiert wird und was das Geschäftsmodell der Tankstelle ist. Und wie dann die Tankstelle wiederum gewissermaßen abrechnet mit der Raffinerie. All diese Fragen spielte für Volkswagen keine Rolle, weil
Das hat jemand anders gemacht. Und dann ging es nur noch um die Frage, sind die Tankstutzen in Europa überall und auf der Welt normiert, dass ich überall tanken kann und bezahlen kann. In der Elektromobilität ist es aber ganz anders. Man muss sich jetzt über die Frage Gedanken machen, welche Energiedichte steckt in der Batterie? Kann ich die Batterie, die im PKW ist, als ein Flexibilitätsinstrument in ein Verteilnetz einsetzen? Kann das in einem Dual-Use gewissermaßen einspeisen und ausspeisen? Kann ich es also in einem Regelenergiemarkt einsetzen? Ist es Teil der Marktrolle eines Aggregators oder ist es Teil einer Marktrolle eines Verteilnetzbetreibers? Wie läuft das Datenmanagement und die Mimik und die Abrechnung hinter diesem ganzen System? Wie funktioniert der Strommarkt in der Zukunft? Das heißt, wo habe ich Spitzen, wo habe ich tiefe, sagen wir mal, auch Preise, die ich einsetzen kann? Das heißt, ich muss ein vertieftes energiewirtschaftliches Verständnis aufbauen. Und eigentlich braucht man ein Geschäftsmodell, dann auch für den energiewirtschaftlichen Teil. Also hat Volkswagen dafür eine eigene Division aufgebaut, die sich nur mit Energiewirtschaftlern und Technikern, Ingenieuren und so weiter zusammensetzt für den Bereich des Energiesystems. Das geht dann bis hin zu der Hardware im Hinblick auf die Wallbox und all das, was da eine Rolle spielt. Natürlich gibt es noch einen zweiten Teil, der dazugehört, der unmittelbar damit verbunden ist, nämlich das Datenmanagement. Ja? Das Auto, was gewissermaßen eine Plattform bietet, eine Hardware ist für Applikationen, die man kaufen und verkaufen kann und wo Datenmanagement eine wichtige Rolle spielt. Das hat Tesla vorgemacht. Das heißt, das ist die Welt, in der die Automobilhersteller hineinwachsen müssen. Sie brauchen Kompetenzen und kompetente Leute, die weit über das hinausgehen, was sie in der Vergangenheit gebraucht haben. Und das gilt genauso für die Stahlindustrie, das gilt genauso für die Chemie, das gilt für die Wohnungswirtschaft. Ja, Wohnungswirtschaft entwickelt sich auch in eine Welt hinein, der sie sagen, wie organisiere ich künftig die Wärme in meinem Gebäudekomplex? Ja, große Unternehmen wie Vonovia bis hin zu kleinen mittelständischen Wohnungsbaugenossenschaften, die wissen müssen, wie KWK funktioniert, wie Wasserstoff funktioniert, kann ich Wasserstoff integrieren, wie kann ich das mit PV kombinieren auf dem Dach und so weiter. Überall werden energiewirtschaftliche und energietechnische Kompetenzen gebraucht, und zwar in Unternehmen und Sektoren, die das in der Vergangenheit nicht gebraucht haben. Deswegen will ich Sie unbedingt dazu motivieren, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Es ist ein absolutes Zukunftsfeld. Es ist wahrscheinlich neben der Digitalisierung und der Biotechnologie das Zukunftsfeld überhaupt. Und wer hier Kompetenzen aufbaut, wer sich hier einsetzt, wer hier Lösungen erarbeitet, dem wird die Arbeit nicht ausgehen. Das gilt nicht nur für die Menschen in den Ministerien, weil wir natürlich in diesem regulatorischen Umfeld sind, sondern es gilt für alle, die umsetzen müssen, die entwickeln und die entsprechendes dann auf den Tisch legen. Deswegen, also mein Rat und meine Aufforderung, sich in dieser Richtung zu orientieren, sich zu vernetzen. Es gibt tolle Möglichkeiten, das in der Wirtschaft zu tun. Und ich hoffe, dass wir als BMWi dafür einen kleinen Beitrag leisten können. Herzlichen Dank.